Steve, herzlich willkommen am Böllenfalltor. Schön, dich hier zu haben. Du sitzt hier vorne zum neuen Trikot. Sag mal, wie gefällt es dir? Ja, das Trikot gefällt mir auf jeden Fall sehr gut, gerade auch mit der Musterung, mit dem Fünf-Finger-Turm auf dem Trikot. Gefällt mir sehr gut. Du hast es angesprochen, das ist eine der wichtigsten Sehenswürdigkeiten hier in Darmstadt. Hattest du denn schon die Chance, dir die Stadt anzugucken? Und wenn ja, was hast du für einen Eindruck von Darmstadt? Ja, ich bin jetzt noch im Hotel, habe relativ viel Zeit zwischen den Einheiten, auch abends. Bin noch relativ viel auch am Hin- und Herpendeln. Meine Frau ist in Mainz. Aber ein paar Sachen habe ich schon gesehen. Das gefällt mir auf jeden Fall sehr gut. Warum hast du dich denn für einen Wechsel hierher ans Böllenfalltor entschieden? Ich hatte gute Gespräche mit dem Timo zusammen, auch mit dem Wele zusammen. Und da ist relativ, oder ist mir die Entscheidung relativ leicht gefallen, hierher zu kommen und den nächsten Schritt zu gehen. Was sind denn deine Ziele hier bei den Lilien? Persönlich auf jeden Fall erstmal natürlich mich selber weiterzuentwickeln und dann halt schauen, dass wir so viele Siege wie möglich holen. Du hast am vergangenen Freitag hier unterschrieben, am Samstag standst du direkt mit dem Team auf dem Platz. Wie hat es sich angefühlt und wie sind deine ersten Eindrücke von der gesamten Mannschaft, aber speziell auch vom Torwartteam? Ja, es ging auf jeden Fall alles sehr schnell, auch mit dem Umzug. Wir mussten jetzt innerhalb von 2 Tagen die Wohnung in Haching leerräumen. Aber ich wurde super aufgenommen, ich bekomme super Unterstützung von der Mannschaft auf dem Platz. Also ist alles top. Bist du denn jemand, der eine längere Eingewöhnungszeit braucht, um mit jedem warm zu werden, oder geht es bei dir relativ schnell? Ja, also ich brauche auf jeden Fall jemanden, der auch mich gut aufnehmen kann, der so auch ein bisschen auf mich zukommt. Aber wie gesagt, die Mannschaft ist top, wir haben super Charaktere in der Mannschaft. Dafür kommen. Auf was für einen Menschen, auf was für einen Torhüter dürfen sich denn die Lilien-Fans bei dir freuen? Ich bin generell ein sehr ruhiger Torwart eigentlich, kann aber auch, wenn mir was nicht passt, sehr emotional und aggressiv werden, aber natürlich nur auf dem Platz. Sehr gut. Mit Fabi Holland und dir haben wir jetzt 2 gebürtige Berliner im Kader. Fabi ist allerdings ehemaliger Herthaner, du bist Unioner. Meinst du, da wird es mal den einen oder anderen Spruch geben? Da gibt es wahrscheinlich den einen oder anderen Spruch. Ich hatte jetzt zum Beispiel in Haching auch einen Mitarbeiter, der war auch oder ist ehemaliger Herthaner. Und klar, wenn die Duelle kommen, Hertha gegen Union, fällt immer der ein oder andere Spruch, aber ist alles cool. Du hast jetzt noch nie am Böllenfalltor gespielt, ich glaube auch noch nie gegen Darmstadt. Wie groß ist die Vorfreude hier aufs Stadion, auf die Fans, die dann hoffentlich nächste Saison wieder dabei sein werden? Ja, die Vorfreude ist auf jeden Fall riesig. Allein was man mitbekommt, auch übers Fernsehen, wenn das Stadion voll ist, gerade auch in der Zeit vor Corona. Also da freue ich mich mega drauf. Und aus aktuellem Anlass dürfen wir dich natürlich nicht ohne deinen EM-Tipp gehen lassen. Also Steve, wer wird Europameister? Ich glaube, obwohl der Start wahrscheinlich nicht ganz so gut war, wie man erwartet hat, glaube ich, dass Frankreich das Rennen machen wird. Und wie schätzt du die Chancen der deutschen Nationalmannschaft ein? Solange wie man so spielt wie im letzten Spiel, glaube ich schon, dass es sehr weit gehen kann. Aber dafür muss halt das Niveau konstant gehalten werden. Dann danke dir fürs Gespräch. Sehr gerne.